Herzlich willkommen bei Zauberbox TV. Mein Name ist Tristan und heute haben wir wieder ein Neuheiten-Video für euch. Denn ein neuer Monat, der April, steht vor der Tür und auch wir haben wieder reichlich neue Sachen eingekauft. Und damit ihr auch Bescheid wisst, was es gibt, werden wir euch heute in diesem Video darüber informieren. Wenn ihr noch nicht wisst, worum in dieses Video geht, dann schaut euch gerne mal das erste Neuheiten-Video an. Das ist, glaube ich, jetzt vor 2 Monaten rausgekommen. Da erklären wir detailliert, was in dem Video alles behandelt wird. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß und los geht's nach dem Intro. Der Monat April steht in einem ganz neuen Thema, nämlich dem Thema Jonglieren. Wir haben uns gedacht, was könnten wir denn noch hinzufügen außer Karteneffekte, außer Kartenspiele, außer Zubehör für Zauberer. Und da kamen wir auf das Thema Jonglage, denn Jonglage ist auch so ein Thema, was mit Kunst zu tun hat, mit diesem Künstlerberuf, Zauberer, Clowns, Jonglieren, das ist alles so in einem Feld zusammengefasst. Und deswegen gibt es in diesem Monat ausschließlich Produkte zum Jonglieren, zum Akrobatik und zum Rumspielen. Also viel Spaß mit dem Video. Wir fangen einfach mal an mit unserer tollen Grafik. Da haben wir zum Beispiel einfach mal angefangen, ganz viele Sachen zum Jonglieren. Nämlich angefangen mit diesen klassischen Jonglierbällen. Da sind verschiedene Füllungen, verschiedene Materialien. Dann haben wir Schwerter zum Jonglieren, wir haben Ringe, also alles, was man damit so machen kann, ist ab sofort oder auch in den nächsten Wochen im Shop verfügbar. Kleine Anmerkung, nicht alles, was hier auf der Grafik draufsteht, ist schon verfügbar. Ein Großteil ist schon verfügbar, aber ein paar Sachen, die trudeln jetzt quasi so nacheinander ein. Also falls ihr da irgendwas sucht, dann schaut auf jeden Fall mal in den nächsten 1 bis 2 Wochen nochmal vorbei, wenn ihr nicht das gefunden habt, was ihr unbedingt wolltet. Wir haben außerdem noch sogenannte Luna Sticks, das sind quasi so, sowieso Stäbe, mit denen man auch Kunststücke machen kann. Da haben wir ganz viele verschiedene Anfertigungen, verschiedene Materialien, verschiedene Farben, alles in verschiedenen Farben. Also generell, wenn ihr ein Produkt habt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es in ganz vielen verschiedenen Farben und Möglichkeiten gibt. Ich kenne mich damit leider noch nicht ganz so doll aus, deswegen, falls jetzt hier gerade ein Profi zuschaut, der wird sich wahrscheinlich an die Stirn fassen und sagen, was redet der eigentlich da? Wir haben zum Beispiel diese bekannten Diabolo-Dinger, also wo man so 2 Stäbe in der Hand hat, eine Schnur ist drin gespannt und dann werden dadurch verschiedene Objekte bewegt und hochgeschmissen. Da gibt es verschiedene Anfertigungen, die Stäbe sind aus Aluminium oder aus Holz oder aus Plastik. Die Schnüre, die können verschiedene Eigenschaften haben, da ist wirklich das Spektrum ziemlich weit gefächert. Dann haben wir die sogenannten Hacky Sacks. Ich weiß nicht, also ich kenne die noch früher aus den Cornflakes-Packungen. Das sind quasi so kleine Stoffbälle, die sind mit, ich glaube, Sand gefüllt. Und die kann man dann so ein bisschen mit dem Fuß hin und her kicken. Man kann auch Kunststücke damit machen. Und damit ist auch wirklich sehr, sehr viel Anwendungsspielraum. Wir haben zum Beispiel die Kendama. Das sind so asiatische Spielzeuge, glaube ich. Das ist so ein Holzstück und da ist so eine Kugel drauf. Die Kugel ist an der Schnur dran. Und damit kann man dann auch ganz viele verschiedene Kunststücke machen. Könnt ihr mal bei YouTube eingeben, Kendama. Da findet ihr reichlich Tutorials dazu. Stichwort Anleitungen, Tutorials. Auf Zauberbox könnt ihr natürlich auch Tutorials oder Anleitungen erwerben. Die kosten nicht viel. Da gibt es zum Beispiel auch zum Jonglieren oder zu den Diabolo-Anleitungen. Das heißt, ihr werdet da nicht ins kalte Wasser geschmissen. Aber falls ihr natürlich euren Horizont darin erweitern möchtet, könnt ihr natürlich gerne auf YouTube einfach mal schauen. Wir werden hoffentlich in Zukunft auch ein bisschen mehr in das Thema Jonglieren einsteigen, sodass wir auch Videos zum Thema Jonglieren bieten können. Außerdem haben wir noch ein paar skurrile Sachen, nämlich ein paar Sachen mit Feuer, also so Requisiten, mit denen ihr Feuerkunststücke machen könnt. Wir haben Glow Socks, also leuchtende Socken, also ziemlich cool. Jojos natürlich auch und Frisbees dürfen nicht fehlen. Das heißt, selbst wenn ihr einfach mal ein bisschen Frisbee spielen möchtet und ihr möchtet nicht mal so eine billige Werbegeschenk-Frisbee haben, könnt ihr auch hier mal vorbeischauen. Und Jojo, da ist auch die Möglichkeit offen. Ich gebe euch mal einen Tipp, gebt mal eine Jojo-Weltmeisterschaft bei YouTube. Da sind ganz, ganz verrückte Sachen, die man damit machen kann. Ich bin davon total beeindruckt und ich werde auf jeden Fall mal in diese Sache einsteigen, mal ein bisschen rumexperimentieren. Und falls ihr das gerne möchtet, dann schaut auch bei zauberbox.at vorbei. Da ist eine ganz eigene neue Kategorie, die nennt sich Jonglieren. Wenn ihr oben auf, das sind die Kategorien, und wenn ihr oben auf mehr drückt, dann kommen da die ganzen anderen Kategorien runter und da ist dann eine Kategorie Jonglieren. Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall und wo es auch noch vorbeischauen sich lohnt, ist bei unserer Facebook-Seite von Zauberbox TV. Da werdet ihr regelmäßig über Updates informiert und Rabattaktionen wöchentlich
Und wir haben eine neue Instagram-Seite, falls ihr die noch nicht abgecheckt habt. Der Link ist dazu auch in der Videobeschreibung. Dort gibt es auch mal wieder coole Bilder, Bilder von hinter den Kulissen, wie es im Lager aussieht, Stickerbilder. Also wenn ihr unterwegs seid und Sticker anklebt, macht bitte reichlich Fotos und schickt sie uns oder schickt sie auf oder sendet sie auf einen Social Media Kanal unter dem Hashtag Zauberbox oder Zauberbox TV. Dann werdet ihr vielleicht auch mal gefeatured. Das heißt, wir posten dann euer Bild und sagen hier, der war da und da. Wir finden das richtig cool. Je mehr Sticker draußen sind, desto besser. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn was dabei ist, schaut auf jeden Fall im Shop dabei. Wenn ihr jemanden kennt, der gerne jongliert und für den das was wäre, dann empfiehlt ihm den Shop. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Tristan.